Seit ich Musik mache, habe ich die Vision von einem Tonstudio, in dem ich mich nicht nur zu Hause fühlen kann, sondern in dem ich mich mit meiner Musik so richtig entfalten kann. Anstatt zu suchen und zu warten, habe ich jahrelang jeden Tag an meinen Musikproduktionsfähigkeiten gearbeitet, meine Ohren trainiert und mein ganzes Erspartes in Studio-Equipment investiert. In diesem Video erfährst du, wie diese Vision von diesem Tonstudio konkret heute aussieht. Hallo! Falls wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Ruben. Ich spiele mit der wundervollen Selina hauptberuflich Konzerte als Band Ahava. Ich schreibe seit 10 Jahren Songs, habe vor 7 Jahren meine erste und vor 5 Jahren meine zweite Solo-CD veröffentlicht und mache mit Selina seit 4 Jahren Musik. Jetzt gerade arbeiten wir an unserem zweiten gemeinsamen Ahava-Album und die Ahava-Alben sind immer hier in unserem eigenen Tonstudio entstanden. Ein Lebenstraum von mir ist, andere MusikerInnen zu fördern. Und das kommt daher, dass ich damals alles alleine machen musste. Ich war einfach ein bisschen verloren. Ich wusste nicht, wie und was und wo und wie veröffentlicht man überhaupt Songs und zu wem muss ich gehen, wenn ich das aufnehmen will und bliblablub. Und weil es damals so schwierig war, bin ich einfach froh, dass ich es trotzdem gemacht habe, weil ich habe gespürt, dass es irgendwie wichtig ist, diese Songs aufzunehmen. Es war ein Wunsch von mir. Und jetzt, 7 Jahre später, hat mir meine Erfahrung einfach immer wieder gezeigt, wie viel diese Songs den Menschen gegeben haben. Dass die Menschen geholfen haben in schwierigen Zeiten, dass sie ihnen Spaß bereitet haben in schönen Zeiten. Und das hat meine Erwartungen übertroffen. Und ich glaube, das liegt nicht daran, dass meine Musik besonders ist, sondern einfach, dass sie da draußen ist und dass sie zur Verfügung steht. Ich glaube an das Gesetz der Resonanz und wenn wir was haben, was uns am Herzen liegt, was von Herzen kommt und wir das nach draußen tragen, dann wird es auch zu den Leuten finden, die damit in Resonanz gehen. Und das ist das Schöne an Musik. Es ist eine universelle Sprache und es hat was Heilsames an sich. Und ich kenne diese Unsicherheiten so gut, wenn es darum geht, die eigene Musik zu teilen. Und Songs, die kommen einfach aus unserem tiefen Inneren. Und wenn wir uns mit unseren eigenen Songs zeigen, dann ist es ganz natürlich, dass wir unsicher sind. Und ich möchte Menschen einfach bestärken und sie durch diesen Aufnahmeprozess begleiten, der so viel Spaß macht. Und ich freue mich da einfach, Teil vielleicht auch von deinen Songs zu sein. In den letzten 5 Jahren habe ich über 100 Songs aufgenommen, viele eigene und auch Songs von über 30 MusikerInnen. Und das ist einfach etwas, was ich liebe. Cool, ja, wenn es dich interessiert, hier was aufzunehmen, dann findest du mehr Infos in der Videobeschreibung. Und wenn du jemanden kennst, der oder die schöne Musik macht, teile dieses Video gerne. Und wir sehen uns entweder hier im Studio oder bei einem der Konzerte. Bis dann!